RTV Vorarlberg Magazin. Der heiße Sommer, der dürfte uns wohl noch ein wenig länger begleiten. Deshalb haben wir uns heute ein schattiges und etwas kühleres Plätzchen ausgesucht, um Ihnen das RTV Vorarlberg Magazin zu präsentieren, nämlich die Örflerschlucht in Götzis. Ein perfekter Ort zum Wandern an hitzigen Tagen und eben für mich, um zu moderieren. Herzlich willkommen zum RTV Vorarlberg Magazin. Heiß, das dürfte auch den vielen Freiwilligen bei den derzeitigen Ausgrabungen nahe der Kirche in Sulz sein. Dort wurden ja Skelette bei Bauarbeiten gefunden. Akribisch befreien die Freiwilligen die 1000 Jahre alten Skelette von Staub und Erde. Die Wetterbedingungen bei Ausgrabungen in Ägypten dürften nicht anders sein. In der Gemeinde Sulz ist man im wahrsten Sinne des Wortes auf die eigene Vergangenheit gestoßen. Im Zuge von Bauarbeiten eines Kindercampuses in der Nähe der Kirche wurden nämlich menschliche Knochen freigelegt, und zwar eine ganze Menge. Also mir war schon klar, dass es was Altes ist, also nichts was Neuzeitliches, sondern wirklich was Altes ist. Und uns war auch ziemlich schnell klar, dass das ein größeres Feld sein muss, weil einfach viele Knochen auf der Backerschaufel zu sehen waren. Und das hieß aus für den Bau und her mit einem Archäologenteam. Dieses fand heraus, die menschlichen Skelette sind rund 1000 Jahre alt und stammen aus dem Hochmittelalter. Also ist es eigentlich schon eine kleine Sensation für diese Gegend, dass man jetzt das weiß, dass aus dem Hochmittelalter ein wirklich großer, komplexer Friedhof hier vorhanden war. Generell im Mittelalter, also jetzt nicht nur im Hochmittelalter, sondern auch bis zum Spätmittelalter, hat man die Menschen viel einfacher bestattet. Also entweder nur in ein Leichentuch eingeschlagen oder in ein Büßerhemd gekleidet. Komplett ohne sonstige Bekleidung. Also wir finden deswegen auch keine metallischen Bestandteile, also keine Ohrringe, keinen Schmuck, keinen Rosenkranz. Das sind alles erst Sachen, die kommen dann im 17. Jahrhundert auf und werden ab dann regelmäßig sämtlichen Bestattungen mitgegeben. Das ist wie beim Friedhof heutzutage, dass wenn man jemanden bestattet, dann möchte man möglichst nah an seinen Angehörigen liegen. Und wenn da schon mehrere frisch Verstorbene drin sind, dann kann man nicht mehr diese klassische Ost-West-Ausrichtung beibehalten, sondern muss versuchen, den Toten irgendwie noch so dazu zu quetschen quasi. Und deswegen ist das ist auch ein typisches Beispiel. Also der liegt jetzt Nord-Süd. Die meisten, die wir hier haben, also wie die hinter mir auch, die liegen schön Ost-West mit Kopf im Westen. Und er liegt jetzt eigentlich quer zu den meisten Bestattungen. Und das ist der einzige Grund, den es da gibt, ist, dass man halt versucht hat, ihn möglichst nah noch an seine Angehörigen dran zu kriegen. Weil man halt versucht, ihn halt eben neben der Oma und dem Vater halt wirklich sich selbst dann auch noch bestatten zu lassen. Eine Besonderheit ist eben, weiter oben ist das war nur ein Teil einer Frauenbestattung, die offensichtlich direkt nach der Geburt noch, also die hochschwanger gestorben ist und die nach der Geburt ist das Kind quasi im Sarg noch zur Welt gekommen. Was man hier sieht, das sind halt die Beine und das Becken, die Reste vom Becken. Die Bestattung ist zum Teil gestört, deswegen sind nur noch die Reste da. Und im Beckenbereich haben wir Knochen von einem Säugling, sehr kleinen Säugling gefunden. Also quasi ein Kind, das noch nicht auf die Welt gekommen ist. Und hier sieht man da zum Beispiel einen Langknochen, da sind Schädelteile, also die sind wirklich papierdünn. Jetzt werden die Gebeine sorgfältig von Erde befreit und zusammengetragen, um anschließend von Anthropologen untersucht zu werden. Sie können mit Hilfe dieser Funde feststellen, wie es den Menschen im Hochmittelalter so ergangen ist.
mussten sie schwer arbeiten, hatten sie viele Krankheiten und Hungersnöte zu bekämpfen. Von was ernährten sie sich hauptsächlich? Spannend für Archäologin Irene Knoche, schon jetzt sei zu erkennen, dass außergewöhnlich wenig Kinder hier am Friedhof bestattet wurden. Etwa 10%. Das lasse schon ansatzweise darauf schließen, dass es den Menschen hier relativ gut ging. Irene Knoche hat schon an mittelalterlichen Gräberfunden gearbeitet, an denen über 60% der Skelette von Minderjährigen stammten. In der Gemeinde ist man noch immer erstaunt über diesen Sensationsfund. Damit gerechnet, dass hier noch ein Friedhof liegen könnte, hat niemand. Denn die Entfernung des Fundes zur Kirche würde nahelegen, dass ursprünglich noch eine Kapelle oder Kirche näher beim heutigen Pfarrhaus gestanden ist. Wissen tut man es aber nicht. Es gibt nur Mutmaßungen. Unsere Kirche wurde 1903 neu errichtet, aber am Stellplatz der alten Kirche. Die Vermutung liegt nahe, dass früher hier einmal eine Kapelle gestanden ist. Das ist historisch auch belegt. Es gibt ein Dokument aus dem Jahre 1460, wo hier von einer Kapelle die Rede ist. Und wir nehmen jetzt halt an, dass die Kapelle vielleicht doch näher am Pfarrheim ursprünglich gestanden war und das Gräberfeld halt deshalb auch so weit von der Kirche jetzt weg ist. Das ist doch was Historisches auch für die Gemeinde, für die Zeitgeschichte. Und wir werden uns mit diesem Thema, wenn das alles einmal abgearbeitet ist und dokumentiert ist und wir noch mehr Informationen davon haben, das natürlich auch aufarbeiten und eventuell auch uns überlegen, was da noch alles zu finden wäre. Etwa 150 Individuen wurden bis dato gefunden. Diese werden jetzt noch mit freiwilligen Helfern ausgegraben, dokumentiert und anschließend untersucht. Dann darf die Gegenwart wieder ihren Raum einnehmen in Sulz und der Kindercampus gebaut werden. Dann wird man in 1000 Jahren an dieser Stelle wohl eher liebevoll eingegrabene Sandkübel und kleine Schaufelbagger finden. Auf das kühle Nass des Bodensees, da freut sich wohl das Schiff MS Österreich. Bis es aber so weit ist, dass es den Bodensee wieder befahren kann, dauert es wohl noch ein wenig. Einstweilen wird einfach einmal der Geburtstag des betagten Schiffes gefeiert. There's a hideout in the depths of Harlem. It's a sizzling red hot rendezvous. Das Schiff MS Österreich feiert seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass fand am vergangenen Wochenende bei der Anlagestelle Hohentwil ein großes Fest statt. Die alte Dame hat ja nun schon einiges am Buckel und ist nicht mehr ganz so fit wie noch vor 90 Jahren. Zur See fährt sie schon länger nicht mehr. Der Verein Freundeskreis MS Österreich investiert viel Energie, Kraft und Geld in eine Wiederbelebung des betagten Schiffes. Ja, die Leidenschaft ist ganz einfach erklärt. Ich habe alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe 7 Berufe, habe immer alles mit Leidenschaft gemacht, und zwar Autodidakt. Und das mache ich jetzt auch Autodidakt, aber ich habe als Kind immer schon in der Meererau haben wir unseren Platz gehabt, dort haben wir unsere Hafenanlagen gebaut, unsere Modellschiffe und unsere LKW-Schwimmreifen. Also wir waren die ganze Ferienzeit immer am See. Man möchte die Österreich gemäß ihrer Urform von 1928 wieder instand setzen und sie als schwimmendes Museum und kulturellen Erinnerungsort den Bodensee befahren lassen. Die Ziele haben sich schon weitgehend erfüllt. Wir haben finanziell haben wir noch 650.000 Euro aufzubringen durch Gesellschafteranteil oder speziell durch Patenschaften und Mitgliedsbeiträge. Also das ist eine sehr große Summe
Vom Ganzen gesehen ist es wenig, aber wir brauchen das Geld, um ordentlich fertig werden zu können. Am 29. Juli 1928 wurde das äußerst luxuriös im Stil des Art Deco eingerichtete Schiff als Österreich in den Dienst gestellt. Es war das erste österreichische Bodensee-Passagierschiff mit Dieselmotor und Doppelschraubenantrieb. Während ihres Lebens hatte die Österreich mehrere Aufgaben, nicht nur so schöne wie illustre Partygäste der 20er Jahre über den Bodensee zu fahren. Während dem Krieg hat die deutsche Wehrmacht daraus ein Versuchsschiff gemacht. Hier die Galerien, was Sie heute sehen hier, wurden die Torpedos festgemacht und wurden dann in den See hinaus transportiert und auch geschossen. Und so ist das während des Krieges ein mehr oder weniger für die deutsche Kriegsmarine gewesen. Und nach dem Krieg war das Schiff natürlich sehr beschädigt, oder? Und die Franzosen haben weiter aus diesem Schiff das gemacht, was die Deutschen gemacht haben. Und ist eben einige Jahre in französischen Händen gewesen. Und dadurch wurde das Schiff noch desolater, als es schon war. Darum war das Schiff total kaputt und nicht unansehnlich, vor allem, als man es dann holte nach dem Krieg in dem Jahre 1950. Um es neu aufzubauen und umzubauen. Von der Österreich kann man nur sagen, das habe ich vorher schon erwähnt, die hatte einen eigenen Charakter, oder? Die Österreich war nicht leicht zu fahren. Da gab es noch keine Bugstrahler und keine GPS und keine technischen Einheiten, oder? Die heute ist das auf diesem Schiff leichter zum Fahren als früher. Die MS Österreich soll in Zukunft das weltweit einzige Passagierschiff sein, das im Stil des Art Deco eingerichtet ist und dabei gleichzeitig zur Freude der Menschen Kulturgeschichte erlebbar macht. Ich erwarte mir ein schönes Schiff, das also ein richtiges Schmuckstück ist am Bodensee, eines der ersten dieselbetriebenen Schiffe, die es gegeben hat. Und es ist schön, so ein Schiff zu haben und zu sehen. Ja, ich erwarte, dass das wieder ein attraktiver Beitrag ist, um bei unserem Land Österreich auf dem Bodensee entsprechend attraktiv zu vertreten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden noch immer begeisterte Bootsliebhaber, Geschichtsinteressierte, Freunde des Schönen und Enthusiasten als Paten gesucht. So ab 200 Euro kann man Patenschaft machen für ein Objekt, das nachher beschildert und benannt wird. Das können Patenschaften sein um 300 Euro, um 3.000 oder um 30.000, das ist egal. Aber ich bedanke mich für jede Patenschaft. Oder einfach Menschen, die sich daran freuen, andere in ihrer Leidenschaft zu unterstützen. Ich hoffe, dass die Bevölkerung mit Freude dieses Schiff wieder annimmt und dass es für die Bevölkerung auch gut fährt. Auch ein schattiges Plätzchen für ein Interview mit Krauthobel haben sich unsere Kollegen vom Montafon TV ausgesucht. In einer kühlen Wiese, da spricht sich's einfach leichter. 14. August 2018, wieder einmal Stadt Krauthobel, rockt den Kirchplatz Struh. Nochmal ja Pause
Freuen Sie euch richtig drauf? Ja, das kann man so sagen, wenn du fragst. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit öfters nur Amplak gespielt. Und eher ein bisschen nachdenklich, besinnliche Lieder, wo es um Texte geht. Eher, sage ich jetzt einmal, mit gestohlenes Ambiente. Und jetzt freuen wir uns richtig, hier wieder richtig abzocken am Kirchplatz schon. Mit einem Rockprogramm. Eben, der Kick hat es gesehen, Amplak-Tournee sehr erfolgreich. Wie war es für dich zum Spielen? Oder für euch zum Spielen? Ja, das Unplugged ist eine sehr gelungene Sache, weil am Anfang sind wir ja auch ein bisschen, wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und erstens einmal sind wir gewohnt, dass die Leute stehen und mitschreien und mitsingen und was weiß ich. Jetzt hast du mal eine Situation, wo die Leute direkt vor dir hocken und es ist mühselig still und du fängst irgendetwas an zu spielen und so. Das ist ganz ein anderer Bezug zum Publikum, was du hast und das ist viel intimer. Durch die kleine Säle und durch das, dass sie alle zuhören, dann ist das, hat das ganz einen eigenen Flair, oder? Also du merkst richtig, dass die Leute zuhören und du kannst auch wirklich eine Geschichte erzählen, warum das Lied entstanden ist und was für Sachen, was für Beweggründe das Kind hat. Und das macht es sehr spannend, oder? Das ist natürlich am Kirchplatz da, man will das nicht probieren, weil da wollen sie alle Spaß und Gas und das wollen wir auch. Darum packen wir jetzt einmal unsere E-Gitarre wieder raus und machen einmal gehörig bei der Rock'n'Roll. Aber es war ja zum Beispiel jetzt 23. Dezember euer Benefizkonzert. Kurt Hoppel angeplagt in der Kirche Tschru. Es sind nicht nur ein paar Leute, das war ja richtig viel los. Wie war das für euch zum Spielen in einer Kirche? Das war ja das erste Mal für euch oder für viele, das zu miterleben. Du, es ist am Anfang so irgendwo so ein bisschen Ungewissheit gewesen, oder? Wir haben noch nie in einer Kirche gespielt und ich schon nachdenken, kannst du überhaupt einen Sound machen in einer Kirche, wo alles halt? Und das geht so voller wird, wir haben relativ wenig Werbung gemacht, das hat uns selber überrascht. Und wo wir dann da hingegangen sind und auf einmal wird da dann klar, der Kielke ist voller und es hat eine ganz besondere Stimmung gehabt. Das hat uns brutal berührt. Gerade erstens, weil du weißt, du spielst für Kinder, die ein schweres Schicksal haben, oder für Familien, wo einfach kranke Kinder sind. Das ist gerade auch noch mal dazugekommen von der Emotion her, aber das Konzert ist echt, also da sind wir alle überrascht gewesen und da geht es recht kalt im Rücken. Kann man das nochmal wiederholen oder hat euch der Hannes Dinkhauser gesehen, dass er nochmal spielen dürfen in der Kirche? Wetten wir selber nochmal? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass man das wieder einmal macht und das ist jetzt vielleicht die Frage, wie oft macht man sowas, vielleicht nicht alljährlich, aber macht schon Sinn, sowas so zu machen und eben, wie der Kitsch gesehen hat, das ist alles ja, eine hitzige Sache. Wir sind vorher ja, durch das, dass wir das nie gemacht haben und ich weiß nicht, wer das sonst schon gemacht hat, eher so klassische Konzerte und solche Sachen, wo sie in der Kirche sind. Und dass das denen so gut ankommt und sind die Leute hineingeguckt, was sehr bewegend war. Sind natürlich die Kinder sind auch da gewesen. Die sind in der ersten Reihe geguckt mit ihren Eltern. Es ist ja also sehr bewegend gewesen. Wenn du das sagst, oder? Und uns geht es allen gut, oder? Und leider haben das nicht alle, gerade wenn es Kinder sind, ist es natürlich noch viel schlimmer, oder? Ja, das stimmt. Für uns, ja. Aber jetzt nochmal zurück, oder die Vorschau zum 14. August. Welches Programm, auf was können Sie den Leuten extrem freuen? Bei euch, bei Rock am Kirchplatz. Also extrem freuen, es ist meiner Meinung nach erstens ein geiles Ambiente. Und wir sind noch ganz stolz, dass wir hier Rumborak dabei haben, den kennen wir schon viele Jahre. Ist auch eine Band, die selber Lieder schreibt und auch im Dialekt singt. Das sind also der Bürser oder Blutzer sind es. Und wir haben schon das vorher schon mal versucht, die zu kriegen. Und es ist einfach zeitlich nicht ausgegangen und hier sind wir ganz stolz. Und natürlich wir selber, das ist für uns immer das Highlight im Jahr. Also wenn du dort runterstehst auf der Bühne, dann sagst du nur Leute und das ist einfach ein geiles Gefühl. Auf was können sich die Leute freuen, musikalisch die Jury? Haben da ein paar Highlights ausgepackt, ein bisschen was, ein paar alte Scheiben auch wieder, ein bisschen ein paar rockige Sachen haben da schon gesehen. Kann man also da was verraten? Ja, also wir sind jetzt nicht der, wo jetzt hergehen und irgendwelche alte Schinken auspacken, wo wir sonst nie gespielt haben. Also es wird schon ein klassisches Crew-Doppel-Konzert und die Leute können sich schon warm anziehen. Also da geht schon zum Mitsingen und mit, das muss schon, das ist eine gehörige Gaspartie. Kann auch ein paar ruhige wieder. Lehrer, aber wir haben Lieder, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Aber wir haben Lieder, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben, das stimmt.
Und ja, das eine oder andere Highlight kommt natürlich schon, oder? Aber das verrate ich jetzt nicht, weil sonst kann sie noch nicht. Das ist ja ein Blödsinn, oder? Ich will ja, dass der kann, eben, oder? Und sich den überraschen lassen. Genau. Ja. Also in dem Fall freuen wir uns alle auf den 14. August. Das Wichtige, glaube ich, im Vorrein ist natürlich Kartenkoffer. Kartenkoffer. Nicht vergessen, Kartenkoffer. Wo gibt es überall Karten? Vorverkauf? Weiß das jemand? Das ganz wichtig, die erste Anlaufstelle ist natürlich Kaffee Haller in Schunz, direkt neben der Kilke. Den Musikladen, Ländle-Ticket, Raiffeisenbank, Sparkasse und natürlich auch Montafon, Tourismus, Schunz und Schakunz. Wunderbar. Ihr habt es gehört, oh, Kartenkoffer. Vorverkauf natürlich wesentlich günstiger. Und wir freuen uns auf ein geiles Konzert. Natürlich wieder mit Sonnenschein, wie die letzten Jahre auch. Ja. Immer super Wetter. Bestellt haben wir es, ob es kommt. Weiß niemand. Sagen wir. Kommt, wie es kommt. Kommt, wie es kommt. So ist es. Ja. In dem Fall vielen Dank, Thüring. Vielen Dank, Kick. Danke wir dir. Freuen uns auf euer Kommen bei Kruthobel Rock am Kirchplatz 2018. Danke, und Chris. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh Gott, zum Wohl. Kartenkoffer. 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 Jawohl. Immer gut. Auf eine heiße Saison 2018-2019 freuen sich die Handballer aus Hart. Damit aber das auch wirklich gut funktioniert, braucht es eine perfekte Teamchemie. Die wurde beim Teambuilding in Ebnit in Dornbirn geschaffen. Zusammenhalt, Spaß und Abenteuer. In Dornbirner Ebnit sammelten sich für 2 Tage die Harder Handballer zum gemeinsamen Teambuilding. Noch einige Wochen vor der Saison hieß es für die Roten Teufel erstmal zueinander finden. Wir haben 4 Neuzugänge, auch die kleine Mannschaft integriert, und dass alles am Spielfeld läuft, wie wir uns das gerne wünschen, braucht natürlich einige Zeit auch dafür, und so ein Team-Event jetzt über 2 Tage ist, glaube ich, ganz genau das Richtige. Und ja, die Jungs werden damit auch zusammengeschweißt und Spaß natürlich auch, und dann soll der Effekt natürlich sehr gut sein. Nachdem die Spieler in ihr Abenteuer eingewiesen und daraufhin abgesichert wurden, ging es dann für die Mannschaft los. Grenzen zu überwinden war angesagt, doch der Spaß stand definitiv im Vordergrund, auch wenn der eine oder andere Flug nicht immer ganz funktionierte. Das ist schon cool, dass wir einfach alle ein bisschen anders kennenlernen und ein bisschen mal am Abend richtig zusammen und so. Das ist ein bisschen was anderes als immer nur in der Halle. Jetzt geht's noch weiter, ein bisschen Angst? Ja, jetzt schon nach der Aktion. Nicht nur die Neuzugänge hatten riesigen Spaß, auch die Roten Teufel, die schon etwas länger dabei sind, waren voller Adrenalin. Ja, das war jetzt schon der Hammer. Pfeilschnell und die Landung ist recht gefinkelt. Jetzt gibt es nochmal eine Stufe, Michi. Wie ist so das Pumpsherz? Wir sind auf jeden Fall auf alles gefasst und bereit und können es kaum erwarten, bis die Action wieder kommt. Macht riesig Spaß und voll in den Kampf. Teambuilding, wer hat am allermeisten Angst? Severin Engelmann. Es macht riesen Spaß da. Einzel hat schon gehörig hingehauen bis jetzt. Und ja, hoffen, dass es noch weiter so ist und freuen uns. Wer hat denn am meisten Angst vor? Golo war am Anfang ein kleines Ängstlich, aber bis jetzt ist gut. Jetzt hat das wieder, das ist ja ziemlich locker. Und ja. Da findet man sich, man lernt sich besser kennen. Die Mannschaft ist den ganzen Tag zusammen und das bringt dann schon vorwärts. Ja. Lernt seine Ängste zu überwinden, oder? Ja, genau. Ja, das. Und der Spaß steht auch natürlich auch im Vordergrund. Nicht nur die Spieler, auch das Trainer- und Betreuerteam
durfte stolz auf ihre Leistung sein und war vom gemeinsamen Miteinander durchaus angetan. Wir haben viel gelacht. Ich glaube, die haben viel Spaß. Der eine oder andere kommt da ein bisschen an seine Grenze, was die Höhe angeht. Das ist aber auch Ziel, dass man so ein bisschen was überwindet, wo man vielleicht ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen Angst davor hat. Schaut es mit dem Trainerteam aus? Mein Trainerteam sehr souverän. Sehr souverän. Manchmal ein bisschen schnell, aber sehr souverän. Robert Moosmann, der die Roten Teufel durch den Tag leitete, war stolz auf die Leistung der Sportler. Die Reise war spannend, weil wir haben natürlich heute am Vormittag schon angefangen, ist ganz kurz einmal ein Gewitter vorbeizogen. Und muss sagen, jetzt beim Flying Fox, man sieht es eh, die Jungs haben sich super geschlagen. Und war natürlich für jeden ein bisschen ein anderer Aspekt dabei. Die Höhe natürlich, wenn man vor einmal 40 Meter habe, schon senkrecht, ist natürlich ganz was anderes. Aber haben sie alle super gemacht. Sowohl Trainer als auch Spieler, oder? Ja, Trainer wie Spieler. Genau, war für ein paar eine spezielle Herausforderung, aber sie haben sich alle mit der Zeit gesteigert und es haben alle mitgemacht, was einmal schon ganz gerne zu einfach ist, wenn man sich die Höhe nicht gewöhnt ist. Und alle super mitgemacht. Ja. Spaß hatte das Team allemal. Und wenn sich die Roten Teufel auch auf dem Feld so gut miteinander verstehen, na dann kann auch in der kommenden Saison eigentlich so gut wie nichts schieflaufen. Beim ersten offenen Training kamen die Harder auch schon ganz schön ins Schwitzen. Der Alpler HC Hart startet im Herbst in die neue Saison. Doch zuvor heißt es harte Arbeit. Denn der Vizemeister hat sich neu strukturiert und will nun mit voller Motivation in die Vorbereitung gehen. Wir hatten einige Abgänge, aber auch sehr gute Neuzugänge, die sich schon sehr gut integriert haben. Die Stimmung ist trotz der harten Vorbereitung sehr gut, wie man teilweise auch hören kann. Und macht Spaß, hartes Training, aber trotzdem wirklich viel mit Spaß verbunden. Hat der Trainer sehr gut gemacht bis jetzt und alle sind hungrig auf die neue Saison. Die Mannschaft ist relativ neu, also wir haben ein paar neue Spieler dazubekommen, ein paar junge Spieler. Und da geht es in erster Linie darum, dass man sich findet, das Zusammenspiel funktioniert und auch natürlich auch die anstrengenden Trainingseinheiten. Und er soll seine Mannschaft nicht nur erfolgreich durch den Sommer, sondern auch erfolgreich durch die Saison führen. Klaus Gärtner ist der neue Coach der Roten Teufel und hat für sein Team ein straffes Programm. Wir sind weiter an der Abstimmung, speziell in der Abwehr, weil wir da einige Abgänge haben und einige neue Spieler. Das war jetzt auch ein zentrales Thema in der Vorbereitung bis jetzt. Wir haben sicherlich auch ein bisschen im Angriff, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Abwehrarbeit. Auch Leistungsträger Gerald Seiner und Kapitän Dominik Schmid sind vom neuen Coach überzeugt. Die Trainings sind anstrengender auf der Laufbahn, in der knallenden Sonne. Also das ist schon intensiv, aber er macht es ganz gut. Er fordert einiges, auch von den jungen Spielern. Und die Kombination passt ganz gut. Ja. Wir haben erst eine Woche hinter uns jetzt und sind in der zweiten Woche. Er legt sehr viel Wert aufs schnelle Spiel und ich denke, da haben wir auch die Spieler dazu. Und ich hoffe, dass wir das gut umsetzen können in den nächsten Wochen. Der Kapitän, der im Frühjahr mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen hatte, muss sich auch jetzt Schritt für Schritt wieder an seine Spitzenleistungen herantasten. Ja, im Sommer habe ich eigentlich noch keine Probleme mehr gehabt, aber jetzt durch die hohe Belastung spüre ich den Knöchel wieder und
Jetzt muss ich momentan wieder ein bisschen zurückfahren und schauen, wie sich es entwickelt. Und dann sieht man weiter in den nächsten Tagen noch mal ein paar Besprechungen mit dem Arzt. Und dann schaut man, wie es weitergeht. Bereits im August treffen die Harder Handballer im Supercup auf die Fivers und wollen die Chance auf eine Revanche natürlich nutzen. Auch wenn der Fokus aktuell noch eindeutig auf dem Training liegt. Jetzt wird im Moment nur gearbeitet und gerackert und sehr viel trainiert, aber es wird sicherlich dann in den nächsten Wochen auch der Supercup, steht ja bevor, anstehen und dann werden wir uns intensiv darauf vorbereiten, dass wir schon im August die erste Revanche nehmen können und den Fivers den Supercup wegnehmen. Grundsätzlich ist es so, das geht glaube ich meiner Mannschaft genauso, wenn wir auf die spielen wollen, wollen wir die Spiele gewinnen. Ja, es geht einen Titel zu gewinnen, dafür wollen wir uns vorbereiten. Für uns ist es aber vom Prinzip her schon das letzte Vorbereitungsspiel, bevor es, wir haben einen relativ schwierigen Saisonstart mit Krems auswärts, was immer schwierige Aufgabe ist in der HLA. Dann haben wir Tirol zu Hause, was ein bisschen eine Wundertüte ist. Und dann kommt gleich das Derby. Also für uns ist das Spiel gegen die Fivers sicherlich wichtig in der letzten Phase der Vorbereitung, um nochmal ein paar Sachen zu testen. Auf den Alpler HC Hart warten also noch einige Herausforderungen. Dennoch darf man positiv in die kommenden Monate blicken, denn an Spaß, Wille und Ehrgeiz fehlt es bei den Roten Teufeln vom Bodensee sicherlich nicht. Das erste Heimspiel des Alpler HC Hart am 8. September gegen Sparkasse Schwarz Handball Tirol. Das übertragen wir übrigens live. Wir drücken jetzt schon die Daumen. Das war's für heute vom RTV Vorarlberg Magazin. Ich wünsche Ihnen für den Rest der Woche noch viele schattige Plätzchen und sag auf Wiedersehen.